Mozart oder Mozart oder Mozart, keine Ahnung jetzt. Keine Ahnung, ja. Kann uns bestimmt gerne jemand aufklären. Blind vertraut. Sagt mir jetzt bei Broke Boys? Nichts, ne? Hauen wir mal rein. Ich vermute mal, das wird bestimmt so in die Richtung gehen von Zanito und Sin Davis und so diese American Ding-Style, so, ne? Dieser das, neue. Das wird aber jetzt auch immer mehr in den Vorschein gedrückt jetzt, ja, ne? Ja, ja. Im Vordergrund gedrückt. Ja. Ja, heftig. Style, ne? Ja. Okay, wie der Style rein. Sich jetzt breit macht hier in Deutschland. Breit macht, so wie du. Der sieht wie Dings aus. Wie heißt der? Von UFO, sein Signing? Achso, Dataluf. Dataluf, Digga. Dataluf. Der sieht wie Dings, wie Dataluf sieht er aus. Wo sieht denn gleich, wie der aussieht? Wo sieht der aus wie Dataluf? Quatsch, Digga. Oh. Krank, da wo ich drück, drückst du und dann ist das weg, sein Gesicht. Aber. Wo sieht er aus wie Dataluf, Digga? Von den Haaren her, aber auch von der Stimme her. Stimme ein bisschen so in diese Richtung, aber ein bisschen männlicher. Ich finde, das ist so ein Mix, so ein bisschen Stimme. Ja. Hat auf jeden Fall seinen eigenen Style. Ja. Stimme bockt, man, viel mehr als von Dataluf. Der sieht doch nicht aus wie Dataluf, Digga. Das hört sich so an wie Dataluf nach der Pubertät. Heftiges Tattoo. Ja, Mann, aber gefällt mir bisher. Mir gefällt das auch. Ich finde, das hat voll seine eigene Art. So. Also kann man jetzt schwer sagen. Er macht halt eng. Klar, irgendjemand versucht da so in die Richtung zu gehen von irgendjemandem. Aber jetzt nicht. Ich denke nicht, dass er Dataluf nachmachen will oder so. Nee, ich meine nur, dass er so leicht, leichter Vibe von ihm. Schnauzer, Digga. Rest step, Digga. Ich hoffe für dich, du wirst glücklich mit jemand anderem. Ich kann mit dir einfach nicht mehr anfangen. Ich kann mit dir nicht mehr anfangen. Nein, wir sind nicht auf einem Level. Tschüss, Digga. Digga, Stimme bockt heftig, ne? Digga. Stimme bockt, Digga, und auch der. Digga, bisher nichts Falsches gehört heftig, von ihm. Heftig, Digga, ja. Nicer Mann. Track. Auf jeden. Geiler Beat auch, bockt. Ich weiß, du bist ein Teufel, das kannst du nicht mehr verstecken, ja. Yo, du hast so viel gesagt, ich trau dir nie wieder. Ja. Digga, der mit Zanito mal zusammen wäre ein kranker Track, ne, Digga? Vor allem der Beat, Digga. Weißt du, wie der Beat drauf ab, ne? Weißt du, wie der Beat sich anhört, wie so ein Bosskampf-Beat-Ding. Tschüss, Digga. Achte mal gleich mal drauf. Heftig. Nee, aber geht gut drauf ab, Alter. Deiner Meinung nach sieht sie wieder auf wie 40, Digga. Nur damit er keinen Ärger kriegt wieder. Nein, das Ding ist, guck mal, sie, ne? Man wird zu meinen, okay, sie ist einfach tot, ist erstmal high, Digga. Aber warte mal. Das muss man auf jeden Fall erstmal festhalten. Wieder Schlangenring, Digga. Was hat das zu bedeuten, Digga? Digga, Schlangen. Wieder Schlangenring. Überall Schlangen auf der Welt. Jelluminati, sie auch. Slytherin, ja, Digga. Digga, krass. Auf jeden Fall, sie wieder, sie sieht so aus wie 25 oder so. Und am Ende ist sie 14, Digga. Digga, die ist auf jeden Fall keine 25, Digga. Bruh. Krank. Digga, geiler Song, Digga. Auf jeden geiler Fall. Song. Vor allem der Song macht auch Stimmung oder so ein bisschen, ne? Ja, Mann, auf jeden Fall top. Also kann mir gerne mal ein paar Mal geben. Auf jeden Fall bockt sich derbe an. Hat er gut gemacht, finde ich. Gute Stimme. Cool, Mann. Stark. Kann man machen. Von dem haben wir bisher auch noch nichts gehört gehabt. Mozart. Batsch. Direkt Support ist da. Batschi Butschi. Batschi Batschi. In dein Arschi Arschi. Hab jetzt Feuer nicht gefunden. Yeah.